Also, Reaction auf DNO Shisha. Ich teste Wish-Produkte. Wir sind gespannt, wie sich die billigen China-Produkte gegen die gescheiten, etablierten Marken im Shisha-Game beweisen können. Wir schauen mal rein. Peace, Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es mal ein anderes Video, ein bisschen spezielleres Video. Und zwar geht es um Wish-Produkte, die wir vor ein paar Streams zusammen im Stream bestellt hatten. Hier sind die Produkte und zwar ist nämlich heute alles angetroffen. Hier ist das schöne Paket. Man kennt die Wish-Pakete einfach in so einen billigen Müllsack gepackt und let's fucking go. Ich würde sagen, ich hole mal gleich alles hier raus und dann gucken wir uns mal die Produkte an. Los geht's. So Leute, ich habe mal alles schon aus der großen Tüte rausgeholt. Diese Verpackung gemacht. Was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal von links nach rechts an. Das hört sich schon metallisch an. Okay, ich packe jetzt mal alles zur Seite und dann legen wir mal los. Okay, Apple on top. Das war's, das ist der erste Karton. Okay, also die Verpackung sieht jetzt nicht unbedingt nice aus, sieht ziemlich nach Schrott aus, auch nur mit Käseklebeband nochmal so festgeklebt. Ja gut, was will man erwarten, wenn man es für ein paar Euro auf Wish bestellt, ne? Irgendwie aufkriegen. Also verpackungstechnisch kann man sagen, es ist auf jeden Fall schon mal Schrott. Also das Ganze hier ist, boah, soll mehr oder weniger ein Kopf sein. Also das Kopf, der Kopfpart von dem Ding sieht auf jeden Fall wild aus. Hat so einen komischen Gummiüberzug. Ich weiß jetzt nicht genau warum, für was. Deswegen. Wahrscheinlich, dass man den noch anfassen kann, oder? Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So. Ja, also das ist ja mehr oder weniger der Kopf. Ja. Innen drin scheint aus Metall zu sein, außen drum mit Gummi überzogen. Hier denke ich mal, kommt der Tabak rein. Und dann wird oben drüber, das muss man wahrscheinlich noch hier rausbiegen, dann hat man hier diesen Griff, wie vom Apple on top gewohnt. Das Ganze kann man dann... Wie vom Apple on top gewohnt, ist ja auch eine 1:1 Kopie. Wild. Sieht alles ein bisschen eigenartig aus. Also ich finde es vor allem sehr komisch, dass wir hier, ja, dass es aus Gummi ist. Also ich verstehe nicht ganz warum. Zum Anfassen wahrscheinlich. Vielleicht auch einfach, dass man den Kopf anfassen kann, weil das Metall wahrscheinlich zu heiß ist und man den Kopf dann nicht berühren kann. Das wäre meine einzige, das wäre die einzige Erklärung, die ich habe. Verarbeitung, also auf jeden Fall, das ist schon mal interessant, dass es ein Metallkopf ist. Das hat man nicht oft. Also ich, beziehungsweise ich habe das noch nie gesehen, ein Kopf aus Metall. Beziehungsweise habe ich noch nie in einem geraucht. Da bin ich einfach mal gespannt, wie das ist. Innen drin, verarbeitungstechnisch. Hier unten ist auf jeden Fall geschliffen worden. Hier unten, aber wenn es weiter reingeht, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Dann sieht man auf jeden Fall, das ist nicht so, ja, nicht so, ist sauber. Nicht so sauber da drin. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, Freunde, so viel zu diesem Produkt. Den Preis, den seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Also das war unsere erste Bestellung dieser sehr... Oh, ich merke schon die... das sieht gar nicht gut aus. Das sehe ich erst jetzt. Das sieht furchtbar aus, Freunde. Guckt mal hier. Boah, ja, ist halt ganz billig durchgestanzt, ne? Aber tatsächlich ist das gar nicht so schlecht. Also es ist natürlich kacke, wenn man da mit dem Finger drüber geht. Aber durch diese kleinen Erhöhungen liegt die Kohle nicht komplett auf und kriegt dadurch noch ein bisschen Luft von unten. Also eigentlich ist das sogar relativ praktisch. Ich habe mich da fast gerade eben schon geschnitten. Ne? Das sieht gar nicht gut aus. Okay, also da hätten die auf jeden Fall mal zumindest das Teil schleifen können, damit man sich oben den Rand die safe. Finger dran schneidet. Also oben den Rand hätte man entgraten müssen. Okay, also das Produkt scheint nicht so cool zu sein in der Hinsicht, dass es sauber verarbeitet ist. Es sieht schon ein bisschen gefährlich so mit den ganzen Kanten und Ecken. Ja, wir gucken mal, was das Produkt trotzdem kann. Vielleicht. Ich frage mich halt immer so, ja, es ist halt auch so ein 11-Euro-Wish-Ding, ne? Mit Versand, also kann man halt auch nicht viel erwarten, ne? So, dann würde ich doch sagen, kommen wir auch schon direkt mal zum zweiten Paket. Da liegt noch Plastik rum. Machen wir mal weiter. Und schneiden wir das hier einmal durch. Boah, alter Leute, was ein Kampf. So, okay, Aufsteck-Molassefänger. Was eine Überraschung, tatsächlich ein Molassefänger. Den Molassefänger hat uns extra in Rot bestellt, passend zu DNO-Design, damit hier alles schön in einem Design bleibt. Das Ganze kann man nämlich hier aufschrauben. Oh, ganz schön langes Gewinde. So, Sinn von diesem Molassefänger. Die sind tatsächlich sehr praktisch. Die könnt ihr oben auf die Pfeife stecken und dann habt ihr nicht hier in der Rauchsäule so einen riesen Glas-Molassefänger,
sondern halt so einen kleinen, der auf dem Kopfadapter sitzt. Finde ich tatsächlich cooler als die großen. Ist es nämlich, dass, ihr kennt bestimmt das Problem, es gibt Molasserfänger, die haben Schliff, es gibt Molasserfänger, die sind gesteckt. Und mit dem Teil hier macht man es einfach unterm Kopf auf die Kopfdichtung hier oben drauf und dann kommt hier eine zweite Kopfdichtung drauf. Das steckt man praktisch zwischen Kopf und Kopfanschluss der Shisha, wird es zwischengesteckt, damit die ganze Molasse hier drin aufgefangen und der Rauch kann weiter durch und die Molasse schwimmt dann hier drin. An sich, glaube ich, ist das ein ganz nices Tool. Man muss es mal in der Praxis probieren, ob das auch wirklich hilft und funktioniert. Also ich finde die, wie gesagt, tatsächlich ganz gut. Ja? Und der kostet 4,50 €, kannst du nichts sagen. Dann machen wir mal direkt weiter. Das fühlt sich sehr leicht an und macht keine Geräusche. Bin mal gespannt. Was ist da? Digga! Dieses gute Stück. What the actual fuck? So. Oh Gott, das ist extrem kitschig, Freunde. Ach du Scheiße, was hat er sich denn da gezogen? Digga! Ganz, ganz wildes Mundstück. Uiuiuiui. Stell dir vor, die Lara, die kommt in die Shisha-Bar. Der Shisha-Mann hält dir so ein Plastikmundstück hin. Sie so, nein, nein, ich hab mein eigenes. Und holt dann dieses Ding aus ihrer Tasche. Geil. Übrigens, Gruß geht raus an jede Dilara, die sich da gefrontet fühlt. Nicht so ernst nehmen, ist nur ein Gag. Das ist zu wild. Angst kitschig. So sieht das gute Stück aus. Also wie gesagt. So, wer setzt sich denn in die Shisha-Bar und denkt sich so, Mashallah, dieses Mundstück. Chok Güzel, Digga. Ich hoffe, der benutzt das noch. Verdammt kitschig, das Teil. Aber es ist mal was Ungewöhnliches, sag ich mal. Safe, Digga. Safe ungewöhnlich. Das ist etwas, was man nicht so oft gesehen hat oder sieht. Wir testen es einfach mal. Preis seht ihr wie immer hier unten, nicht vergessen. Und Links sind auch in der Beschreibung. Okay. Und dann... Erstmal 4 € billig Wish-Shit bestellt für 4 €. Ja, ich habe es zweimal gesagt mit 4 €. Das musste auch so. Aber dann so Dollar-Sign und Bling-Bling und Kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten bestellten Produkt. Und der verbirgt sich hier drin. Ist also, auch Real Talk, ich glaube, dieses Mundstück, das kann einfach nichts mehr toppen, oder? Das Mundstück ist jetzt schon Highlight Deluxe. Extremst krass eingepackt, also geil. Da muss man erstmal wieder 10 Kilo Folie abmachen, bis man überhaupt an den Karton rankommt. Und zwar ist es ein Kopf, der natürlich nochmal in 10 Kilo Folie eingewickelt ist. So. Für einen Wish-Kopf sieht der aber sehr nice aus. Sieht nach einem guten Kopf aus. Also von der Optik, ne? Von der Optik. Und zwar ist das Ganze hier ein Funnel. Sieht nice aus. Es fühlt sich... Sie hat eine sehr raue Oberfläche, glänzt aber. Innen drin ist das Ganze glasiert, wobei ich sehe, hier habe ich schon eine Macke. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau seht, aber hier ist schon mal eine Macke. Der Kopf fühlt sich extrem leicht an, also der wiegt wirklich nichts. Das ist ein super, super leichter Kopf. Ist, glaube ich, auch nicht so dick. Das ist dann meistens sehr, das sehr Problem. Ton an. Also der ist wirklich nicht dick. Das Ganze, Freunde, würde ich sagen, werden wir mal gleich testen. Bitte rauf mit diesem Mundstück, bitte. Bei den Köpfen muss ich mal kurz überlegen, welche Reihenfolge bzw. wie wir das testen. Tatsächlich ist, glaube ich, der Funnel in dem Punkt... Ja, ist mir alles egal, wie, in welcher Reihenfolge du da was raus. Hauptsache, dieses Mundstück ist mit dabei. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück aus einem bisschen ungewohnten Winkel. Ich wollte aber, dass ihr die Pfeife bzw. die Kopfdichtung an der Pfeife seht. Und zwar fangen wir an mit dem Molasserfänger. Also ich finde diese Kopfdichtungen ja so hässlich, ne? Die sind praktisch ohne Ende, keine Frage, aber ich finde die ja so hässlich, ne? Das kann sogar so eine Wuka, also dann so ein hier so ein Sombrero da oben drauf und einen roten Schlauch dran. Also schlimmer kannst du eigentlich keine Wukanox da hinstellen. Meine Meinung, ne? Es geht jetzt auch nur um die Optik. Das Ganze stecken wir jetzt mal hier drauf. Und damit haben wir mehr oder weniger schon den ersten Test. Und zwar, es passt auf eine gewöhnliche, ja, auf eine gewöhnliche Kopfdichtung. Beziehungsweise ist ja keine gewöhnliche Kopfdichtung, aber es passt auf die Dichtung der Pfeife drauf. Ich werde die ganze Zeit unscharf, sorry dafür. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit diesem, ja, mit diesem spezielleren Kopf an. Mit diesem. Wieso sind eigentlich seine Seiten auf Null? Ich will auch zum Friseur. Friseur ist zu. Wieso kann er Haare schneiden? Ich will auch Haare schneiden.
Ich habe uns den Kopf gebaut, ich habe ihn locker gebaut, ich habe ihn ein bisschen unterm Rand gebaut. Also das hat keinen Kontakt mit dem Aufsatz, wenn der Aufsatz drauf ist. Dann würde ich sagen, setzen wir den mal drauf, schmeißen uns Kohle drauf. Wir rauchen übrigens Black Nana, was auch sonst. Und ja, das Ganze sieht nach einer ein bisschen wackeligen Konstruktion aus, aber es ist tatsächlich eigentlich recht fest, Freunde. Kohle, wie ihr seht, ist drauf. Ah, mein Mundstück ist... Wo ist das Mundstück? Ich will jetzt das Mundstück sehen. Oh boy. Und dann kommen wir nämlich schon zu unserer nächsten Ausbeute, zu unserer nächsten Kitsch-Ausbeute. Und zwar, ja, dieses Mundstück hier. Zu wild. Ich würde sagen, gucken wir mal, ob es drauf passt. Ich glaube, so rum, ja. Also, die Sache ist, wie ihr seht, das passt schon Digga, drauf. Wehe, du benutzt das halt jetzt nicht. Fest, weil es halt aus Metall ist. Ja, wehe. Das kann man schwer fest drauf machen. Also ziehen kann man bestimmt, aber... Wenn es halt wackelt, dann fällt es halt auch ganz leicht mal runter. Deswegen glaube ich, das ist nichts, was man auf Dauer oder des Öfteren nutzen würde. Aber wir machen es hier für... Was? Wer würde denn dieses Mundstück nicht benutzen, wenn er es hat? Also, sag mal. Schauen wir mal, ob man das Ganze hier schon ein bisschen auf Temperatur gekommen ist. Sieht dieses Mundstück behindert aus. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob es das Mundstück ist, aber eins und beide haben auf jeden Fall keinen Durchzug. Digga, das Mundstück war einfach mein Highlight. Also Freunde, es ist auf jeden Fall dieses Mundstück. Mit diesem Mundstück hat man absolut keinen Durchzug. Ja, surprise, Digga. Das hatte unten ungefähr 0,1 mm Durchmesser. Ja, ohne Mundstück hat man auf jeden Fall schon mal Durchzug. Also Durchzug hat der Kopf. Er legt einfach das Mundstück weg, ey. Qualmen tut das auch ganz schön. Vor allem tut das Ganze, ich muss sagen, aber vom Geschmack her, das, also wir rauchen ja ganz normal klassisch Black Nana. Ich rauche so oft Black Nana, ich glaube, ich kann, weiß ganz genau, wie Black Nana schmeckt. Und es schmeckt nicht nach Black Nana. Also es schmeckt schon nach Black Nana, aber es hat so einen komischen Beigeschmack. Ich hoffe, er hat den Kopf, also das Ding ist, wenn Metall verarbeitet wird oder wenn Metall gedreht wird, dann kommt es in so eine Maschine, wo so ein Werkzeug hängt und entweder das Metall dreht sich ganz schnell und das Werkzeug geht dran oder das Werkzeug dreht sich schnell. So, jetzt ist das Problem, wenn so ein Werkzeug an Metall geht, dann wäre das relativ schnell freck. Deswegen kommt da so eine Schmiermittellösung dazu. Und die hat man, also die Teile werden schon gereinigt, aber gerade bei so einem Wish-Ding würde ich mich halt nicht drauf verlassen, dass es super gut gereinigt wird. Also würde ich Metallteile immer vorher ausbrennen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er es ausgebrannt hat und deswegen... einfach jetzt der Geschmack komisch ist. Alles, was ich hier benutze, habe ich natürlich gründlich gespült vorher. Okay, gespült, weil es kommt letztendlich aus China, aus der Weiß von der Ranzfabrik. Wenn die Sachen nur ein paar Euro kosten, dann kann es keine hochwertige Qualität sein, Freunde. Und ja, deswegen einmal alles ausgespült. Und trotzdem hat es so einen komischen Beigeschmack. Kann natürlich, also beim Tonkopf hätte ich das gleich gesagt, er muss vielleicht eingeraucht werden. Aber die Sache ist, es ist Metall, da kann man nichts einrauchen. Also, verstehe mich nicht falsch, es schmeckt nach Black Nana, aber es hat so einen komischen Beigeschmack, der nicht Black Nana ist. Und das finde ich gerade ein bisschen eklig, muss ich sagen. Wobei ich aber nicht sagen kann, ist es der Kopf oder ist es der Molassefänger. Aber beim Molassefänger glaube ich es halt tatsächlich nicht, weil da geht ja nur der Rauch durch. Und ja, so viel dazu. Also, wenn ich mir so einen Metallkopf in China bestellt hätte, hätte ich da auf jeden Fall erstmal 3-4 Kohlen draufgelegt und den einfach mal eine halbe Stunde stehen lassen oder so. Wenn er das nicht mit Seife abgewaschen hat, dann wird da auch nicht viel abgegangen sein. Mit Seife, ja, aber ich würde da trotzdem einmal ordentlich mit hier mit Kohle drauf, ne? Ja, Freunde, das ist dieser komische, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Metall-Gummikopf mit Apple on top, der aber irgendwie fest dran ist. Bin mal gespannt, ob gleich noch hier der andere Wishfunnel drankommt. Schraubt es Kopf. Rauchen tut er auf jeden Fall. Durchzug hat er auch super. Also Durchzug ist wirklich super. Ich bin echt zufrieden mit dem Durchzug. Es ist ganz nice, dass man hier so eine Gummierung drumherum hat, dass man das anfassen kann, ohne sich die Finger zu verbrennen. Es hat auch eine interessante Form, weil es irgendwo halt einfach nur eine Kugel ist. Und ich finde es halt sehr interessant, dass dieser Apple on top damit fest verbunden wird. Der wird also nicht aber draufgelegt, der hat ja dieses Loch in der Mitte und in dem Kopf dieser Stift. Und damit verbindet sich das Ganze ja. Es ist keine feste Verbindung, man kann es ganz leicht anheben. Aber es ist fest. Es ist auf jeden Fall was Interessantes, Freunde. Sagen wir es einfach mal so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Kopf rüber. So, endlich ist es fokussiert. Das ist der Funnel, Freunde. Der Kopf, ganz locker gebaut, vom Rand ein bisschen Abstand gehalten. Ich würde sagen, das ist schon auf Noppenkontakt gebaut, beziehungsweise wir gucken mal, wie die Smokebox bzw. der Kalaut da drauf sitzt.
Und ich muss sagen... Sehr sympathisch. Er sagt auf jeden Fall direkt Callout. So muss das sein. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass er dieses Mundstück nicht mehr benutzt. Der Callout sitzt schon ziemlich perfekt da drauf. Das hätte ich nicht gedacht. Er sitzt auch, ihr seht es, ziemlich fest. Also natürlich, wenn man fest drückt, zieht er, aber an sich, er sitzt gut da drauf. Also Freunde, ich würde sagen, langsam ist es ein bisschen hier ganz auf Temperatur gekommen. Das Ganze raucht schon ein bisschen. Also. Begeisterung sieht aber auch anders aus, sage ich mal. Wie ich habe vorhin euch ja schon gesagt, der Kopf ist extrem leicht. Der hat wirklich ein sehr, sehr leichtes Gewicht. Und ich finde, es kann natürlich sein, dass der Kopf vielleicht erst noch eingeraucht werden kann. Das kann sein, das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber es hat einen komischen Eigengeschmack. Also gerade ein glasierter Kopf, den muss man nicht einrauchen. Das schmeckt irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau definieren, wonach es schmeckt, aber es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Black Nana. Es hat so einen künstlichen, beziehungsweise so einen ja, erdigen Geschmack hat es. Ich glaube jetzt nicht, dass sich da irgendwo Material ablöst, das bezweifle ich, aber es hat trotzdem so einen komischen Geruchgeschmack. Der wird tatsächlich nicht weniger. Also es könnte tatsächlich liegen, dass der Kopf einfach so einen Eigengeschmack hat. Ich meine, letztendlich, der Kopf hat fast nichts gekostet. Man kann natürlich jetzt nichts Verrücktes da erwarten, keine verrückte Qualität. Ja, Freunde, so viel zu dem Kopf. Er raucht, Aufsatz, erlaubt, ein bisschen passt chinesisch, perfekt da drauf. Also what the fuck? Gut fest. Und ja, Freunde, das ist eigentlich alles, was ich euch zu dem Kopf hier noch erzählen kann. Ich glaube, großartig was anderes kann ich euch dann nicht mehr berichten. Diesen Kopf werde ich, glaube ich, nicht weiter rauchen, weil der mir tatsächlich doch zu eigenartig schmeckt. Da würde ich sogar lieber den anderen Kopf rauchen, tatsächlich. Krass. Ja, Freunde, eine letzte Sache gibt es noch, die wir machen müssen. Und zwar müssen wir uns mal angucken, wie es jetzt in dem Molassefänger aussieht. Weil da ist ja schon ein bisschen Molasse runtergekommen. Dann würde ich sagen, drehen wir das Ganze mal kurz auf. Okay, das geht auch nur noch eine Sekunde, das können wir uns gerade noch angucken. Molasse hat sich da drin nicht abgesetzt, aber was sich da drin abgesetzt hat, ist ein Tabakblättchen. Also hat es zumindest schon mal ein Tabakblättchen abgefangen. Gut. Das ist auf jeden Fall schon mal jetzt was weg. Auch nicht so lange geraucht. Ne? Ich würde sagen, wir kommen dann mal zum nächsten Video. Aber auf jeden Fall schon mal sehr leise.